Seit 1981 betreibt die französische Staatsbahn SNCF auf speziellen Neubautrassen Hochgeschwindigkeitsverkehr unter dem Namen TGV. Jetzt müssen die Franzosen vieles neu lernen. Die neue Regierung des Präsidenten Emmanuel Macron beabsichtigt, in Einklang mit den Richtlinien der Europäischen Union das französische Bahnwesen schrittweise für den Wettbewerb zu öffnen. Dann werden in einigen Jahren auch andere Bahnunternehmen einen TGV betreiben können. Denn der Begriff ist nur die Abkürzung für Zug der hohen Geschwindigkeit, also auf Deutsch ZHG. Da aber mit der bevorstehenden Marktöffnung auch andere Anbieter ZHGs auf der TGV-Infrastruktur betreiben könnten, schien der SNCF eine klare Eigenpositionierung nötig. Deshalb erhielten die ZHG-Züge der SNCF einen neuen Markennamen. Sie heißen jetzt INOUI. Auf Deutsch bedeutet das entweder außergewöhnlich, außerordentlich oder als zwei Worte verstanden, modern, aber ja doch. Die meisten Bahnkunden nervt das Verschwinden des Namens TGV. TGV, das ist ein echter Hochgeschwindigkeitszug. INOUI sagt niemandem was. Warum nicht? Wir müssen uns an Veränderungen gewöhnen. Für mich ist so eine Änderung abscheulich. INOUI ist ein Zug der SNCF im Premium-Bereich. Aber es gibt schon den HUI-Bus. SNCF-Fernbusse für kleines Geld mit niedrigem Komfort. Eine Marke, zwei Komfortniveaus. Ob das der Kunde begreift? Im Internet lästerte ein Bastian BST sogar: An dem Tag, an dem der TGV pünktlich ankommt, werde auch ich sagen, das ist INOUI. Also auf Deutsch außergewöhnlich. Aber das ist ungerecht. Die TGVs zählen zu den pünktlichsten Zügen Frankreichs. Verwirrend, nicht nur für Touristen, ist hingegen die Menge der Zugbezeichnungen im Großraum Paris. Außer den Hochgeschwindigkeitszügen taucht auch die Bezeichnung TER auf. Ja, das ist auch ein Zug. Das sind Vorstadt-, Regional- oder Interregio-Züge der SNCF. Allerdings heißen die TER im Raum Paris Transilien. Das sind die Linien mit den Buchstaben H, J, K, L, N, P, R und U. In Paris kommen noch Vorstadtzüge mit dem Namen RER hinzu. Das sind die Linien mit den Buchstaben A, B, C, D und E, wobei die Linien A und B durch die städtische RATP und SNCF Transilien betrieben werden. Seit Juli dieses Jahres verschwindet dieses Gewirr an Bahnsteigen, Infotafeln und in Fahrplänen. Es bleibt ein einziger Name, Train, also Zug, dazu der entsprechende Buchstabe. Einerseits klingt das logisch, doch die Kultur wird verarmen. RER oder wie die Franzosen sagen, RER, 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 ist ein Klang voller Großstadtpoesie, nicht wahr? Zumindest für die Pariser Rapper und Hip-Hopper, durch deren Texte sich bislang pausenlos RER-Züge winden. Ma jeunesse à la couleur des trains RERC, pendant le trajet je rêvais de percer. Prends la ligne D du RER et erre dans les rues sévères d'une ville pleine de caractère. Avant c'était les meufs et les keufs et le RER, maintenant je vais RAPER. In seinem Video zeigt ein Pariser Journalist die Zukunft solcher Songtexte, indem er über den Begriff RER jeweils Train singt, also Zug. Naja, der Effekt ist nicht so furchtbar prickelnd. Je voudrais faire un slam pour cette banlieue nord Paname qu'on appelle Saint-Denis. Prends la ligne D du train et erre dans les rues sévères d'une ville pleine de caractère. De gaz sur les Champs-Élysées et des bombes pètent dans le train. Ma mère est fatiguée, je la laisse respirer. Ce n'est pas Lexus, mais les kilomètres de boxer. Ou comme les musulmans fumant, c'est tagué dans le train.
Seit 2007 pendeln täglich zwischen Frankfurt am Main, Stuttgart und Paris Hochgeschwindigkeitszüge, deutsche ICEs und französische TGVs. Auf den deutschen Streckenabschnitten benutzen die Züge dieselben Gleise wie andere Personenzüge und Güterzüge. In Frankreich hingegen steht die speziell dafür gebaute Trasse LGV S-Européenne zur Verfügung, die Hochgeschwindigkeitstrasse Europa-Ost. Deshalb können die Züge nur auf dem französischen Abschnitt aus den Lokomotiven die höchstmögliche Geschwindigkeit herausholen, 320 Stundenkilometer. Wir feiern ja heute 10 Jahre Aleo. Und das ist eine tolle Erfolgsgeschichte, wo wir es durchaus auch mit attraktiven Reisegeschwindigkeiten geschafft haben, unheimlich viele Fahrgäste für unsere Züge zu begeistern. Tatsächlich war das ja früher beispielsweise zwischen Frankfurt und Paris deutlich über 6 Stunden. Heute fahren wir 6 Zugpaare zwischen 3 Stunden 40, 3 Stunden 50 von Innenstadt zu Innenstadt. Stuttgart sogar noch schneller, 3 Stunden 10. Aber wir haben ja auch mit Frankfurt-Marseille eine Verbindung, wo unsere Gäste 7,5 Stunden unterwegs sind. Und auch das wird gut angenommen. Die Fluglinie Air Berlin hat angekündigt, dass ab sofort der Check-in für ihre Flüge 45 Minuten vor dem Abflug schließt und nicht wie bislang 30 Minuten davor. Das wird sicher den schnellen Zügen weitere Reisende bescheren. Die Fahrt zum Flughafen, die Check-in-Prozedur, das Auschecken, dann die Fahrt vom Flughafen in die Innenstadt. Da sind wir, und das ist von Flughafen zu Flughafen immer ein bisschen unterschiedlich natürlich, aber da kann man heute ganz grob sagen, dass sie ab Reisezeiten von 3,5 Stunden sind sie absolut wettbewerbsfähig. Dann werden wir ja zum Jahreswechsel, zum Fahrplanwechsel mit München, Berlin unter 4 Stunden ja einen Quantensprung in der Reisezeit machen, und da wissen wir sehr genau, dass wir da gut in der Lage sein werden, vom Auto sowieso, aber auch vom Flugzeug viele Fahrgäste dann für uns zu gewinnen. Guten Tag, meine Damen und Herren, im Namen der Deutsche Bahn und der SNCF begrüße ich alle zugestiegenen Fahrgäste mit Sie nach Paris. Mein Name ist Enzo Pfeiffer, München, Deutsch, Französisch, das Team und ich gerne weiter. Wie es sich für einen deutsch-französischen Zug gehört, sind Ansagen zweisprachig. Mesdames et Messieurs, bonjour au nom de la Deutsche Bahn et de la SNCF. Je souhaite la bienvenue au voyageur que nous rejoignons à bord de l'usine à destination de Paris. Pour votre confort, un restaurant à votre disposition, voiture 26 en lieu de train. Merci de prendre contact avec nous lors de notre passage de le train. Nous sommes heureux de vous bienvenue en vicinité du centre. Ich sage mal so, in Deutschland wird mehr Deutsch gesprochen, gefragt. In Frankreich wird prinzipiell in Französisch gefragt. Ich bin von Anfang an 10 Jahre schon bei Aleo. Besonders ist diese internationale Prüfung, die Deutsche Bahn ins Ausland zu vertreten. Sie sind euer. Das ist so. Und wie gesagt, internationale Gäste nach Frankreich zu bringen, als Deutscher von der Deutschen Bahn. Und jetzt besuchen wir die Steuerzentrale des ICE 3, also die Fahrerkabine. Der Blick durch die Frontscheibe bestätigt, dass wir in Frankreich sind. Denn gemäß den französischen Geflogenheiten fahren wir auf dem linken Gleis. Der Sprecher der Deutschen Bahn macht uns auf den roten Druckknopf am linken Rand des Fahrerpults aufmerksam. Das ist der Notbremsschalter, also nicht berühren. In Deutschland muss sich derselbe Knopf rechts befinden. Für Frankreichs Linksposition musste extra das Pult verlängert werden.
Der Lokführer zeigt uns, was passiert, wenn er nicht regelmäßig den Sicherheitsfahrschalter zur Bestätigung seiner dienstgemäßen Konzentration bedient. Dann ertönt warnend aus einem Lautsprecher: Sifa! Was ist denn hier jetzt anders? Wir sehen ja den Strom nicht, dass der anders ist. Woran erkennen Sie das hier am Pult, dass Sie französisches Stromsystem fahren? Es gibt dafür entsprechende Anzeigen. Und ich muss das auch bei Grenzüberschritt händisch einstellen, quasi. Umstellen, das System. Ja, und in Dusi ist ja Deutschland auch anders als das französische System? Ja, genau, richtig. Also es gibt ja auch hier in Frankreich, wie in Deutschland auch, verschiedene Zugsicherungssysteme. Aktuell sind wir hier auf der sogenannten TVM unterwegs, bedeutet Transmission Voie Machine. Ja. Das heißt, Informationen kommen von der Schiene über eine bestimmte Frequenz hoch an den Zug. Und dadurch werden halt entsprechende Geschwindigkeiten, beziehungsweise wird die aktuelle Höchstgeschwindigkeit angezeigt. Kommen auch französischsprachige Befehle dann aus den Lautsprechern? Nee. Also der Zug kann verbal nur Deutsch. Das ist eine Erleichterung. Aber Sie können Französisch. Allerdings, Sie mussten alles lernen. In Schriftform kann ich denen das natürlich, kann ich die Sprache natürlich umstellen. Dann kommen sämtliche Meldungen. Die erst Störmeldungen oder Anzeigen, die sind dann natürlich Französisch. Sie mussten das aber lernen, so Bahnfranzösisch ich zu sagen. Ich bin nicht damit auf die Welt gekommen. Ja. Ist das schwierig? Ich habe von einem Ihrer Kollegen der ersten Fahrergeneration gehört, dass die Franzosen bei TGV erstmal dachten, ach, das schafft ein Deutscher sowieso nicht. Und man was erstaunt, dass der. Es ist nicht leicht, ohne Zweifel, aber zu schaffen, ja, wie man sieht. Also inzwischen wird das aber schon eher als etwas Normales genommen, nach 10 Jahren dann auch. Ne? Ich denke schon. Also es haben auch dann die Franzosen verstanden, dass es die Deutschen verstanden haben. Das ist für beide Seiten eine große Herausforderung, denn neben der Sprache brauchen sie auch Regelwerkskenntnisse. Und das ist, wenn alles gut geht, ist ja alles schön. Aber wenn eben die Störung kommt, dann muss man in der Lage sein, auch dann noch in der Krise mit dem Kollegen zu reden, in der anderen Sprache. Und da ist so ein bisschen die Herausforderung drin, das immer wieder gut zu trainieren. Deswegen fahren wir auch zum Simulator, machen in beiden Ländern gegenseitig regelmäßige Fortbildungen. Die Kollegen von Frankreich, die diesen Zug dann fahren und genau. Sie müssen auf beiden Seiten zu den Simulatoren. Und das ist also alle die Erfahrung, die wir haben, gehen wir halt in die Fortbildung, nehmen das mit auf. Ja. Und spannend ist auch, natürlich ist die Zugtechnik eine ganz andere in beiden Ländern bezüglich der Überwachung der Züge. Wir fahren ja hier mit dieser TVM, Transmission von Maschinen. Wir haben momentan die Möglichkeit bis 320 zu fahren, das sehen Sie hier gerade. Man darf nicht drüber gehen. Und dieses System ist in Deutschland ein anderes. Bei uns heißt das Linienzugbeeinflussung. Hat auch von der technischen Ausrüstung der Strecke eine andere Verfahrensweise. Auch da muss man wissen, wie in einem Störungsfall damit umzugehen ist. Das ist von beiden Seiten völlig verschieden. Und Sie haben es ja schon gehört, eben die Stromsysteme sind ganz unterschiedlich. Zum Glück ist die Spurweite gleich. Sie fahren ja aus deutscher Sicht auf der falschen Seite. Ist das für Sie nicht verwirrend? Das ist, glaube ich, kein Problem heute. Das gibt es auch in Deutschland. Also etwas anders ist es dann auch wieder, ne? Also technisch ist es auch möglich, dass wir uns gegenseitig überholen können, wenn da mal ein langsamerer Zug ist. Also das ist auch in Deutschland bei diesem kann man beide Gleise an den schnellen, modernen Strecken benutzen. Ja. Spannend ist noch hier links, sehen Sie auch den Strombedarf. Ja, wir sehen die Spannung im Netz. Und wenn wir jetzt mal umschalten, sehen wir auch den Stromverbrauch. Der Nico hat jetzt, wie viel das verbraucht hat, 6. Ja, das ist seit Frankfurt. Ne? Seit Frankfurt 6,1 Megawatt. Brauchen wir auch hier auch. Jetzt fahren wir ein schnelles Tempo. Da geht schon ein bisschen Strom drauf. Jetzt haben wir volle Last. Wir fahren gerade 317 km/h schnell. Also wir sehen auch hier den Bedarf unserer 4 Stromeinheiten, also dessen. Ja. Man kann auch den Zähler jetzt ein bisschen beobachten, da sieht man auch, wie das jetzt stetig. Das wächst auch jetzt mal richtig hier in der Geschwindigkeit des Verbrauchs. Spannend ist auch der gelbe Bereich, das ist nämlich das, was wir im Bremsen zurückspeisen können. Das ist die Besonderheit im Stromnetz in Deutschland, aber auch hier stellenweise in Frankreich, dass wir Strom beim Bremsen zurückgeben können. Sehr umweltfreundliche Technik. Rekuperierung. Ja, ist wie so ein Dynamo dann, ne? Mit der Motor umgewandelt. Beläuft sich so zwischen 10 und ich sag mal, bis zu 25, 30% teilweise in der Strecke. In
Genau, sind die Kollegen auch sensibilisiert, energiefahrende Fahrweise, gute Werte. Das ist doch richtig. Letztendlich auch Kostenvorteile für die Bahn. Warum hat man hier eigentlich keine ETCS eingeführt? Wäre doch für grenzüberschreitende. Ist auf der Strecke schon vorhanden. Die Sie sehen, die gelben Balisen, die sind auch schon vorgerüstet für ETCS. Der TGW hat es auch schon drauf, wie hier auch, aber momentan haben wir es auf der Strecke noch nicht in Betrieb. Wir fahren das nach Brüssel und auch nach Amsterdam, auch nach Wien. Da haben wir Abschnitte, wo regelmäßig deutsche ETCS fahren. Und auf der Dauer könnte man dann ja vielleicht sich dieses zweifache System sparen, wenn man eins hat, was beides ist. Das ist das Ziel, ja. Aber da sind die Unterschiede doch immer wieder da zwischen den einzelnen Nuancen und Software-Stellen angeschüttet. Ein Blick noch nach rechts auf den Monitor zeigt Ihnen die Besonderheit des ICE3 mit seinen besonderen Bremsen. Wir haben natürlich normale mechanische Bremsen, also Backenbremsen, wo das Standard D steht, wie Disc-Scheibenbremsen. Wir haben das G, das ist gelbe, für die elektrischen Bremsen, wo zurückgespeist wird. Und wir haben noch das BB, das ist die Besonderheit und die Einmaligkeit von diesem Zug, die Wirbelstrombremse. Dann wird also mit Strom in die Schiene gegriffen, sozusagen einen Wirbelstrom erzeugt, berührungsfrei, das ist das Besondere, berührungsfrei gebremst. Nicht nur die Fahrerkabine muss mit Ausrüstungen beider Länder bestückt sein. Bei Fahrten in Frankreich müssen sich hinter der Kabine auch eine Metallschere, eine rote Flagge, Fackeln und Knallerbsen befinden. Diese Regel stammt zwar aus der Dampflok-Ära, wurde aber nie abgeschafft. So ist auch weiterhin ein Sitz vorzuhalten, an den, Achtung, Handschellen montiert sind. Schließlich könnte der Schaffner ja mal einen Dieb im Zug schnappen. Dann muss er ihn solide an den Stuhl fesseln können, bis er ihn den Ordnungshütern übergibt. Schwieriger waren die technischen Anpassungen. Für die deutschen Vorschriften war die pneumatische Scheibenbremse des französischen TGW viel zu schwach. Es wurde eine Magnetschienenbremse nachgerüstet. Für die französische Infrastruktur war hingegen die moderne Wirbelstrombremse des deutschen ICE zu stark. Der Magnet dieses Meisterwerks der Ingenieurskunst riss Metallabdeckungen der französischen Bahnschwellen von ihrem Platz. Die mussten dann erstmal ordentlich verschraubt werden. Aber auch so darf in Frankreich die Wirbelstrombremse nur oberhalb von 220 Stundenkilometern und dann mit halber Kraft zum Einsatz kommen. Das ist nur eines der technischen Probleme, welche die Techniker beider Länder vor der Zulassung der Züge des anderen auf den eigenen Gleisen lösen mussten. Insgesamt beförderten die Hochgeschwindigkeitszüge in Frankreich 2016 105 Millionen Reisende. Ein interessanter Coup gelang der SNCF im Kampf gegen die Konkurrenz von Flugzeug-, Bus- und Carsharing-Apps. Sie führte im Januar 2017 das TGW Max Online-Ticket ein. Für 79 Euro monatlich können Reisende zwischen 16 und 27 Jahren unbegrenzt mit 94% aller Hochgeschwindigkeits- und konventionellen Fernzüge der SNCF fahren. Buchungen können bis zu einen Monat im Voraus getätigt werden. Im ersten Halbjahr 2017 registrierte die SNCF 90.000 TGW Max-Kunden, die 1,8 Millionen Fahrten unternahmen. Für günstigere TGW-Züge mit schlichterem Komfort und Service gibt es bereits die Marke WeGo. Sie pushte in diesem Jahr die Zahl der Hochgeschwindigkeitsreisenden um 20% und stellt 5,4% der Reisenden dieses Segments. Insgesamt stiegen die Kundenzahlen im Hochgeschwindigkeitsverkehr um 8,4% und der Umsatz um 5,9%. Der Halbjahresnettogewinn der SNCF-Gruppe kletterte so auf 119 Millionen Euro. Der Gesamtumsatz der Gruppe wuchs im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 3,7% auf 60,6 Milliarden Euro. Wir kommen im Bahnhof Paris-Est an, dem Ostbahnhof. Das ist einer der 6 größten Kopfbahnhöfe der französischen Hauptstadt, in welchem täglich, wie der Name sagt, Züge aus dem Osten ankommen, also auch aus Deutschland. Am Bahnsteig wird die Delegation der Deutschen Bahn herzlich durch die französischen Gastgeber begrüßt.
Unter dem Bahnhofsdach befindet sich ein stilvolles Balkoncafé. Ein idealer Ort für Bahngespräche. Die Hochgeschwindigkeitszüge laufen tatsächlich außerordentlich gut. Die Partnerschaft mit der DB ist ein Erfolg. In Frankreich werden wir dieses Jahr noch 3 weitere Hochgeschwindigkeitsstrecken eröffnen. Ein Problem, an dem wir in Frankreich in letzter Zeit stark arbeiten, ist die Ertüchtigung des sogenannten klassischen Streckennetzes. Man kann sagen, dass das klassische Netz sehr weitgehend unterinvestiert ist. Über eine lange Zeit hat man in seine Unterhaltung nicht investiert. Man konzentrierte sich auf die Hochgeschwindigkeitstrassen. Inzwischen ist unsere Strategie, in unser klassisches Bahnnetz erneut zu investieren, ähnlich wie in Deutschland. Damit sollen die sogenannten Alltagszüge, die auf diesen Strecken fahren, eine Servicequalität zurückgewinnen, die man als gut bezeichnen kann. Doch die Modernisierung der Trassen beschränkt sich nicht auf ihre Reparatur. Innovation bedeutet auch Einführung neuer Technologien. Alors là où on a des investissements européens importants, c'est dans le ERTMS, donc dans le nouveau système de signalisation européen. Wir haben ein für Europa wichtiges Projekt, die Hochgeschwindigkeitsstrecke Paris-Lyon mit ERTMS auszustatten. Dadurch wollen wir 3 Zugpassagen je Stunde hinzugewinnen. Die Streckenkapazität von 13 auf 16 Hochgeschwindigkeitszüge je Stunde anheben. So steigern wir das Passagiervolumen und das ist möglich mit dem neuen Signalsystem. Dazu müssen natürlich Strecke und Züge entsprechend ausgestattet sein. Wir haben ein ähnliches weiteres Projekt zwischen Marseille und Ventimiglia an der Côte d'Azur. Da geht es um dasselbe. Wie kann man mit derselben Infrastruktur mehr Kapazität erreichen? Und wie kann man ein robusteres System erlangen, bei dem die Verspätung des einen Zuges nicht gleich die Verspätung aller anderen Züge nach sich zieht? Ein Bahnjubiläum muss natürlich am Bahnsteig gefeiert werden. Also fährt mit Schritttempo ein deutscher ICE am Ostbahnhof ein. Er demonstriert, dass er auch ein französisches Signalhorn hat und landestypische Lichtzeichen geben kann. Fürwahr ein nicht alltäglicher Anblick. Kein Jubiläum ohne Reden. Der Vizebürgermeister von Paris gratuliert Eisenbahnern und Reisenden zu den funktionstüchtigen und schnellen Zugverbindungen. Er vergisst nicht zu unterstreichen, dass der Zug umweltfreundlich ist, genau passend zum Klimaschutzabkommen von Paris. Und er freut sich, dass der am Bahnsteig stehende ICE auf den Namen Paris getauft wird. Une originalité, un geste fort pour le rayonnement de Paris, qui est une ville ouverte, une ville solidaire, une ville. Eine Zugfahrkarte Frankfurt-Paris kann man schon ab 39 Euro erstehen. Paris ist sowieso immer eine Reise wert, also am besten mit dem Zug. Für heute ist das alles in unserem Magazin. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.